So, damit darf ich als nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 6 aufrufen. Anhörung zur Erteilung des Einvernehmens zum Entwurf des Teilschulnetzplanes für berufsbildende Schulen im Freistaat Sachsen. Auch hier gibt es ein eindeutiges federführendes Ausschussvotum. Und vielleicht gelingt es uns hier, die Debatte kurz zu halten, insbesondere da einige Redner ohnehin signalisiert haben, nur bei Bedarf davon Gebrauch zu machen. In der Fraktionsrunde, zu der ich jetzt aufrufen darf, würde die AfD beginnen. Wird da das Wort gewünscht? Sehe ich nicht. Dann machen wir weiter. Fraktion Die Linke, Frau Ape, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, na, wie weiter nun mit den Dresdner Berufsschulen? Das ist ja keine Kleinigkeit. Nach dem § 23a Absatz 7 des Sächsischen Schulgesetzes liegt die Planung der 62 Berufsschulen Sachsens in der Planungshoheit des Freistaates Sachsen. Verantwortlich ist das Sächsische Staatsministerium für Kultus. Allerdings ist eine umfangreiche Beteiligung festgelegt. So ist zum Beispiel das Einvernehmen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten herzustellen. Dresden hat deutlich mehr Berufsschulzentren als Leipzig und Chemnitz. Und aus diesem Grunde war die Zahl der an andere Berufsschulen gehenden Plätze besonders hoch. In der ursprünglichen Fassung, und da waren wir erst ganz schön erschrocken, waren es 1200 Plätze. Nach dem jetzigen Stand sind es etwa 700 wegfallende Plätze. Da aber insgesamt ein Aufwuchs an Berufsschulplätzen in den nächsten Jahren prognostiziert wird, sollte sich das am Ende für die Stadt Dresden wieder ausgleichen. Was war nun unsere Aufgabe als Stadträte? Wir hatten hier im Stadtrat beschlossen, dass wir an der Diskussion beteiligt werden. Denn am Ende wird uns eben hier, und das ist heute, der Beschluss vorgelegt und wir sollen unser Einverständnis erklären. Der Bildungsbürgermeister hat diese Beteiligung organisiert und so saßen wir in mehreren Runden mit Schulleiterinnen, Schulverwaltungsamt und Vertretern des SMK zusammen. Schwierig war es, wenn ich als Stadträtin Informationen von Lehrerinnen hatte, die im Widerspruch zu den Aussagen der Schulleiterinnen standen. Der Beteiligungsprozess innerhalb der Berufsschulen wurde offensichtlich auf sehr unterschiedlichem Niveau geführt, zum Teil gar nicht. Aus meiner Sicht hätte hier die Stadt besser einfordern können, denn Schulkonferenzen, Personal- und Schülerinnenräte sind wichtige Errungenschaften von demokratischer Schule. Für uns als Linke waren drei Dinge in der Diskussion wichtig. Erstens, das im Schulgesetz festgelegte Wohnortprinzip soll so gut wie möglich umgesetzt werden. Das heißt, die Jugendlichen sollen vor Ort ausgebildet werden. Zweitens, es sollen alle Berufsrichtungen auch an staatlichen Schulen ausgebildet werden und nicht an gewinnorientierten Bildungsunternehmen auf einem Bildungsmarkt abgeschoben werden. Denn damit sind Kosten für die Familien verbunden. Drittens, die Schulen und Ausbildungsbetriebe müssen in den Prozess einbezogen werden. Am schwierigsten war die Einigung für das BSZ Elektrotechnik, das BSZ Dienstleistung, Gestaltung und Soziales, für das BSZ für Gesundheit und Sozialwissen, Lingner, und für das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung. Ich will nur ein Beispiel beschreiben. Das BSZ Agrarwirtschaft sollte vollständig den Landwirt und Tierwirt abgeben. Das widersprach dem Profil der Schule, welche damit auch sehr erfolgreich ausbildet und einen guten Ruf hat. Von der Herstellung über die Verarbeitung sollen die Berufe ineinander greifen. Der Landesverband hat zu diesen Änderungen eine andere Position als der örtlich verordnete Bauernverband. Die Schulen bekamen das Signal, dass dann verschiedene Betriebe ihre Ausbildung einstellen würden. Nach Anhörung von Bauernverbänden, Innungen und der Schule wurde eine Einigung erreicht. Der Tierwirt und der Landwirt wird weiter auch in Dresden ausgebildet. Der Einzugsbereich der Bewerber wird allerdings verringert. Also hier sieht man, dass diese langen Diskussionen tatsächlich zu einem guten Ende führten. Sehr schwierig finde ich die Entscheidung, die Fachoberschule für Gestaltung vom BSZ Dienstleistung, Gestaltung und Sozialwesen an das BSZ Bau und Technik zu geben. Der beschlossene Punkt im Bildungsausschuss, diese Entscheidung auf März zu schieben, wenn Bewerbungen für das nächste Schuljahr getroffen sind,
wird vermutlich nichts daran ändern. Von der Logik passt dieser Zweig deutlich besser zur Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und ich kann mir da gut eine übergreifende Arbeit vorstellen. Das zum Beispiel war auch etwas, wo Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrer eine unterschiedliche Position hatten. Nun ist hier tatsächlich eine Zustimmung von allen Seiten gekommen bei der Vorlage, die wir jetzt hier vorliegen haben. Auch wenn wir nicht mit allem super glücklich sind, so sehen wir, dass die Einigungsprozesse uns in eine ganz positive Richtung geführt haben, wir weniger Plätze verlieren und deswegen werden wir dieser Vorlage nun so zustimmen und können hoffen, dass die Einigung auch in den anderen Bereichen angenommen wird, denn im Land sind da auch noch Entscheidungen zu fällen. Vielen Dank. Als nächstes wird das Wort gewünscht SPD, Frau Frohwieser. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen liebe Gäste im Stream, da ich weiß, dass die einen oder anderen von Schulen, über die wir hier heute sprechen, auch im Stream verfolgen. Und trotz, dass ich der Hoffnung war, dass wir vielleicht in diesem Tagesordnungspunkt auch ohne Debatte auskommen können, bin ich jetzt noch mit ans Mikrofon gegangen, weil A, das zu unserer Demokratie gehört, dass man auch akzeptiert, wenn Menschen sagen, dass sie hier doch dazu diesem Tagesordnungspunkt sprechen wollen. Und B, weil ich dann jetzt die Chance nutzen will, auch insbesondere denjenigen in den Schulen, über die hier verhandelt worden ist, auch meinen Dank und den Dank meiner Fraktion auszusprechen für ihr unermüdliches Engagement, gerade trotz und insbesondere in dieser Corona-Zeit. Es wird ja viel über Schule und Bildung gesprochen und ich glaube, das ist auch wichtig und gut so. Ich möchte es trotzdem ganz knapp auf 3 Punkte beschränken. Zum einen ist mir nochmal wichtig, das hier in der Runde auch nochmal zu sagen. Ich halte es für wichtig und richtig, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, dass das Thema Berufsschulnetzplanung auf Landesebene behandelt wird. Dort gehört es tatsächlich hin und Sie können mir glauben, ich bin nicht immer oder auch ziemlich häufig nicht einer Meinung mit dem, was im Kultusministerium entschieden wird. Das ändert aber nichts daran, dass diese Frage tatsächlich dorthin gehört. Das leitet mich zu meinem zweiten Punkt über, wenn ich da nicht einverstanden bin mit Dingen, die auf dieser Ebene fachlich behandelt werden, muss man sagen, ist jetzt hier ein Weg gewählt worden, der für mich musterhaft ist und ich hoffe, dass das tatsächlich in Land und Stadt in Zukunft auch weiter so gegangen wird, dieser gemeinsame Weg, nämlich dieses Dialogverfahrens, wo es wirklich sehr, sehr gute Fachgespräche gab zwischen Land und Kommune, zwischen den Kommunen untereinander, mit den Betroffenen in den Schulen, in den Kammern etc. pp. Und auch hier bei uns innerhalb der Kommune, Frau Appel hat schon darauf hingewiesen. Das hat am Ende, denke ich, tatsächlich wirklich zu einem guten Ergebnis geführt. Wir waren, glaube ich, alle miteinander am Anfang echt erschrocken über die ursprüngliche Vorlage, aber über den ursprünglichen Entwurf. Das, was am Ende dieses Dialogprozesses jetzt in dieser Vorlage steht, ist, glaube ich, wirklich ein guter Kompromiss, der auch durch dieses Dialogverfahren breit getroffen werden kann, der hoffentlich auch auf das Verständnis derer trifft, die in diesem Dialogverfahren angehört worden sind, deren Forderungen aber nicht erfüllt werden können. Das ist ja dann in der Tat auch die Aufgabe von Politik in Stadt und Land, eben tatsächlich diese schwierigen Abwägungen auch zu treffen und einfach der Oberbürgermeister hat es am Anfang der Sitzung als Mut zur Entscheidung bezeichnet. Und da gibt es noch einen Punkt oder einige Punkte, die jetzt in dieser Fassung, die wir heute hier beschließen, in unserer Stadt noch mal bedeuten. Da sind noch ein paar Punkte, da müssen wir Mut zur Entscheidung haben. Und zum einen haben wir jetzt erstmal Hausaufgaben in unserer Stadt, um tatsächlich dort auch abzuliefern, nämlich zum Beispiel die entsprechenden Schulen, über die wir da jetzt gesprochen haben, zu sanieren oder zu bauen, endlich zu sanieren oder zu bauen. Da haben die Fraktionen, die hier mit einer sehr breiten Mehrheit miteinander eine Haushaltsänderung eingebracht und am Ende auch beschlossen haben, ja schon mal einen ersten Baustein geleistet, anders als andere, die populistisch rumschreien und sagen, sie würden sich um bestimmte Schulen kümmern, haben wir Planungsmittel für Altrostal, für die Boxberger Straße in diesen Haushalt noch zusätzlich eingestellt, dass es dort an dieser Stelle vorangehen kann. Auch da nochmal herzlichen Dank an die Kolleginnen von Grünen, von CDU, von Linken und von FDP, dass uns das gemeinsam gelungen ist. Und es ist wichtig, dass wir jetzt am Ende in diesem Ergebnis hier
weiterhin starke technische Berufsschulzentren in Dresden haben, dass wir aber auch die sozialen Berufe weiterhin stärken können, insbesondere das Thema Erzieherinnenausbildung und dass wir auch vor allen Dingen, es ist schon angesprochen worden, ein mehrfach preisgekröntes grünes Berufsschulzentrum in unserer Stadt sichern können. Und ja, auch mich treibt noch um, aber das möchte ich jetzt hier nicht aufmachen, wie die Kollegen, die hier bei der Haushaltsdebatte uns zugemutet haben, dass wir in einem jährlich 1,8 Milliarden umfassenden Haushalt, ich muss das mir aufschreiben, ein 0,000005-prozentigen Anteil hier fast eine Stunde miteinander diskutiert haben. Das stellt nicht in Abrede, dass die Diskussion, die wir noch vor uns haben über das Thema Fachoberschule für Gestaltung an der Chemnitzer Straße, das ist eine kleine Fachoberschule aktuell mit 122 Schülerinnen, noch miteinander führen müssen, aber sicherlich jetzt nicht an dieser Stelle. Ganz, ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen Durchhalten und Kraft an all die Menschen in diesen Berufsschulzentren, aber auch in allen anderen Schulen, an die Lehrerinnen und Lehrer, die unter schwierigen Bedingungen gerade hier unsere Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler unterrichten. Halten Sie durch, tun Sie weiter. Wir werden auf unserer Seite versuchen, Ihnen die bestmöglichen Bedingungen für die Zukunft zu schaffen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann Freie Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir reden über Berufsschulen und ich gehe einfach mal, ohne das statistisch vorher erhoben zu haben, davon aus, dass der größte Teil oder dass der Anteil derjenigen, die eine Berufsschule besucht haben, innerhalb des Kreises der Stadträte geringeres als im Schnitt der Dresdner Bevölkerung. Deswegen möchte ich Ihnen mal anhand einer Skizze verdeutlichen, wie groß der Anteil der Schulen an der Berufsschulen an der schulischen Bildung in Sachsen hat. Alles, was grün ist, sind Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien. Und alles, was orange ist und was hier diesen wichtigen Mittelbau darstellt, das sind Berufsschulen. Was muss man denn als Berufsschüler mitbringen, damit man dort einen Abschluss erreicht? Man muss drei wichtige Sachen mitbringen. Anstrengungsbereitschaft, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen, kurz harte Arbeit. Unsere Berufsschüler, die einen Abschluss machen, insbesondere in der dualen Ausbildung, sind als Absolventen weltweit in einem fast Alleinstellungsmerkmal. Sie haben einen Abschluss mit einem sehr hohen Praxisanteil, deswegen spielt Arbeitslosigkeit für Absolventen von Berufsschulen in Deutschland fast keine Rolle. Unsere Absolventen lernen Berufspraxis alltagsnah kennen, konkrete Situationen, Wirklichkeit, Stress, Zeitdruck, Kundenorientierung. Das ist kein Spaziergang in der Praxis und das ist auch kein Spaziergang in der beruflichen Ausbildung, denn dort gibt es Fachwissen, was vermittelt wird, nicht nur einfach theoretischen Stoff, der beigebracht wird, sondern dort wird beigebracht, wie man professionell handelt im Alltag, im Alltag eines Berufsschülers und im Alltag dann später eines Gesellen beziehungsweise auch im weiteren Falle eines Meisters eventuell, wenn noch Weiterbildung erfolgt wird. In einer Berufsschule lernt man auch etwas anderes. Man lernt zum Beispiel etwas für Herz und für Charakter, nicht nur in dem berufsfachlichen Unterricht, sondern auch in Fächern wie Gemeinschaftskunde, Deutsch, Religion oder Ethik. Das sind übrigens Fächer, die man im ingenieurwissenschaftlichen Studium zum Beispiel nicht hat, beziehungsweise nur als Wahlfach und dann teilweise abgelehnt werden. Warum singe ich jetzt hier ein Loblied auf Berufsschulen und auch auf die Heterogenität, die an Berufsschulen herrscht, wo der Abiturient neben dem Hauptschüler liegt?
weil ich möchte, dass wir alle erkennen, wie wichtig Berufsschulen sind, dass wir alle erkennen, was sie für eine wichtige soziale Funktion haben innerhalb unseres Schulsystems. Dort schafft es derjenige, der vielleicht keinen Hauptschulabschluss geschafft hat, in dem berufsvorbereitenden Jahr sich darauf vorzubereiten, dann später mal eine Ausbildung zu beginnen. Dort schaffen es diejenigen, die einen Realschul- bzw. Oberschulabschluss erlangt haben, dann zum Beispiel mit einer Fachoberschule eine Reife für ein Fachhochschulstudium zu erwerben. Dort kann man Technikerausbildung, Berufsausbildung mit Abitur oder auch berufliche Gymnasien abschließen. Alles das findet sich an unseren Dresdner Berufsschulen, die eine unheimlich große soziale Wirkung haben und die etwas bilden, was die Zukunft für ein glückliches Leben derjenigen, die dann den Abschluss dort erlangt haben, bildet. Unsere Berufsschulen in Dresden sind von der Ausbildung und vom Standard her exzellent, mindestens so exzellent wie unsere Universität. Unsere Universität, die heben wir uns in Dresden gern mal aufs Schild. Und wir müssen uns alle fragen, heben wir unsere Berufsschulen auch immer so schön auf das Schild? Denken wir immer dann an unsere Berufsschulen, wenn wir über Investitionen sprechen? Frau Frohwieser hat es gerade angesprochen, dass es wichtig ist, dass wir sozusagen, dass wir weiter in die Berufsschulen investieren. Und wir müssen uns alle fragen, investieren wir genug? Haben wir wirklich immer das große Augenmerk auf unsere Berufsschulen oder konzentrieren wir uns vielleicht doch manchmal zu sehr auf Gymnasien oder auf andere Schulen, nur weil die Schülerschaft dort etwas agiler ist, weil die Schülerschaft in der Lage ist, besser auf sich aufmerksam zu machen, weil sie sich vielleicht auch besser intern organisiert und weil sie auch dafür Zeit hat, sich zu organisieren. Denn der Berufsschüler, der ist 1-2 Tage in der Woche in der Berufsschule, manchmal im Blockunterricht auch nur 2-3 Wochen, anschließend ist er in seiner Firma. Es gibt nicht nur das berufsvorbereitende Jahr, es gibt auch noch viele andere Gründe, die dafür sprechen, dass man an Berufsschulen sich sozial bilden kann und dass man dort viel mitbekommt für das weitere Leben. Ich wünsche uns allen hier im Stadtrat, dass wir die nächsten Jahre gut an Berufsschulen denken bei Investitionsentscheidungen. Und ich wünsche allen, die als Lehrer, Pädagogen an der Berufsschule sind, dass sie die schwierige Zeit jetzt aktuell gut überstehen und all denjenigen, die jetzt aktuell eine Berufsausbildung gerade machen, vielleicht bald abschließen, beziehungsweise die noch überlegen, ob sie das denn in Zukunft machen, denen möchte ich hier an der Stelle sagen, als Berufsschüler ist man mindestens genauso wichtig wie als derjenige, der eine universitäre Einrichtung besucht. Sie sind uns wichtig und wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute. Der Vorlage werden wir mit den Änderungen im Bildungsausschuss zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Auszubildende, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Tatsächlich glaube ich nicht, dass Berufsschülerinnen und Berufsschüler so viel weniger wahrnehmbar sind, wie das jetzt gerade im letzten Beitrag dargestellt wurde. Ich persönlich nehme sie relativ viel wahr. Ich sehe tatsächlich Defizite, was ihre Mitwirkungsmöglichkeiten angeht. Die kann man durchaus ausbauen. Gleichwohl ist da sicherlich praktische Hindernisse gibt, nämlich beispielsweise der Blockunterricht, der Lernfeldunterricht, was sie einfach stärker bindet. Aber man muss schon auch sagen, dass die Innungen und Kammern einfach auch einen praktischen und wichtigen Einfluss in der Berufsschule haben, aber damit eben auch manchmal dazu neigen, bestimmte andere gesellschaftliche Fragen, die auch in Schule und damit eben auch in Berufsschule verhandelt werden sollen, so ein bisschen zu verdrängen unter diesem Paradigma der Prüfungen. Gleichwohl, das ist nicht die Frage, die wir heute hier debattieren und ich möchte Sie bitten, mir nachzusehen, also besonders die Berufsschulangehörigen, es mir nachzusehen, dass ich jetzt mich tatsächlich zu diesem Teilschulnetzplan nicht nochmal in der Ausführlichkeit äußern werde, wie es dem Thema tatsächlich angemessen wäre, eben weil wir uns als Bildungspolitikerinnen genau darauf geeinigt haben.
Auch ich erinnere mich an die vielen Runden, die jetzt schon hier erwähnt worden sind, mit Schulleitungen, mit Vertreterinnen von Kammern. Das möchte ich nochmal ganz stark betonen. Also auch die waren immer eingebunden, aber eben auch den Elternvertretungen, die sich mit uns und dann eben auch wir und sie jeweils mit dem Sächsischen Kultusministerium auseinandergesetzt haben. Ihnen allen danke ich auch, wie meine Kolleginnen und Kollegen, für ihre engagierten Beiträge. Tatsächlich, auch das wurde schon angedeutet, wir haben die Frage wirklich in Breite und in Tiefe erörtert, in verschiedensten Runden, und mir ist bewusst, dass wir heute einem Vorschlag zustimmen, der einigen Forderungen nicht gerecht wird, und andere dafür in den Vordergrund stellt oder stärker betont. Und dabei kam es übrigens nicht nur zwischen Schulleitungen und Kollegien zu Differenzen, sondern tatsächlich auch zwischen der Darstellung von Kammern und Schulleitungen. Ich sage mal nur das Stichwort junge Mütter, da waren also die Kammern, die sich vehement für junge Mütter in Ausbildungsverhältnissen eingesetzt haben, während die Schulleitungen wieder gesagt haben, naja, sie wissen überhaupt nicht, woher die jungen Mütter kommen, die gibt es in ihrer Schulrealität nicht. Also offenbar gab es da auch so ein bisschen verschiedene Interessen, und da wurden offenbar auch verschiedene Gruppen jeweils dann als Argumentation angeführt. Das war manchmal gar nicht so leicht, da quasi die Wahrheit oder die Realität sozusagen zu finden. Gleichwohl glaube ich, dass wir heute tatsächlich hier einen insgesamt gut zustimmungsfähigen und im Bildungsausschuss ja auch nochmal modifizierten Kompromiss haben. Hoffe, dass der dann auch so auf der Landesebene die Zustimmung findet, dass das also tatsächlich jetzt auch die Entscheidung ist, die wir für Dresden treffen, und freue mich persönlich tatsächlich ganz besonders, auch das ist schon erwähnt worden, dass das ausgezeichnete BSZ für Agrar und Ernährung hier eben nochmal in dem Bereich der landwirtschaftlichen Berufe gestärkt wurde und da eben auch weitermachen kann mit den guten Dingen, weil das ist ja tatsächlich eine Einzigartigkeit. Wir haben mit dem BSZ für Agrar und Ernährung eine Schule, wo quasi von der Tierzucht bis zum fertigen Produkt alle Ausbildungsberufe an einer Schule stattfinden. Und allen, die jetzt heute nicht so berücksichtigt werden, die denken, da läuft das ein oder andere falsch, möchte ich auch nochmal sagen, Schulnetzpläne sind natürlich auch immer Pläne, die regelmäßig evaluiert und dann auch wieder modifiziert werden. Also es wird auch wieder Änderungen geben, und ich glaube, jetzt sind wir aber erstmal auf einem guten Weg, den wir gut mittragen können. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. In aller Regel ist der Blick auf die Genese einer Vorlage nicht sonderlich lohnend, in diesem Fall schon. Bevor die Vorlage in den Geschäftsgang gekommen ist, wurde der Teilschulnetzplan für berufsbildende Schulen den bildungspolitischen Vertretern aller Fraktionen vorgestellt. Es folgte die Anhörung der Schulleiterinnen und Schulleiter im Bildungsausschuss. Es gab eine Debatte mit den Vertretern des Landes, dem folgten weitere Treffen zur Meinungsbildung mit Vertretern der Fraktionen, und letztlich konnte den Stadtratsvertretern nach den Sondierungsgesprächen zwischen Kommune und Land ein tragfähiger Kompromiss vorgestellt werden. Tragfähig ist er eben, weil er unter enger Einbindung der parlamentarischen Vertreter zustande gekommen ist. Meine Vorrednerinnen und Redner haben darauf schon mehrfach hingewiesen. Tragfähig ist er aber auch, weil er inhaltlich keine gezogenen roten Linien verletzt, die Zukunftsfähigkeit der Region Oberes Elbtal absichert und die Möglichkeit bietet, den prognostizierten Schüleraufwuchs im Berufsschulbereich zu bewältigen. Ich hoffe, dass dies von den Landkreisen in der Region Dresden-Ostsachsen ebenso gesehen wird, da die Erteilung des Einvernehmens der Landeshauptstadt Dresden nur dann gilt, wenn auch diese den erzielten Kompromiss zustimmen. Ich möchte drei der Ergebnisse hervorheben. Wir haben zum ersten für das BSZ Elektrotechnik ein gutes Ergebnis erzielt. Dies hatte ja auch bei den Gesprächen die höchste Priorität, da von diesem BSZ es abhängt, ob Dresden sich als zentraler ostdeutscher IT-Standort behaupten kann. Hier lag aber eben genau der Mammutanteil der Streichungen und Abgaben von Ausbildungsgängen, welche in großer Zahl abgewendet werden konnte. Zum Zweiten das BSZ Franz Ludwig Gehe. Die Etablierung eines beruflichen Gymnasiums wird dieses BSZ deutlich aufwerten. Zum Dritten das BSZ Altrostal, auch schon hier mehrfach angesprochen. Hier ist es gelungen, die Ausbildungsberufe Tierwirt und Landwirt zu halten und nach einer hoffentlich erfolgreichen Evaluierung in 5 Jahren auch für die Zukunft den Standort zu sichern.
Von Interesse ist der Standort vor allem aufgrund der zunehmenden Technisierung der Landwirtschaft. Damit allerdings die Evaluation in 5 Jahren tatsächlich erfolgreich verläuft, müssen wir hier mit Investitionen nachziehen. Nur wenn es gelingt, die Bedingungen für die Schüler zu verbessern und die Attraktivität der BSZ sowie der eben genannten Ausbildungsberufe zu steigern, kann sich das BSZ in den neuen kompetenzorientierten Berufsschulnetz in Sachsen behaupten. Das gilt genau genommen für alle 3 der von mir benannten BSZs. Eine Aufgabe, für die Dresden auf die Unterstützung des Landes angewiesen ist, für die es aber auch selber finanzielle Ressourcen aufbringen muss. Es macht mich vor diesem Hintergrund sprachlos, wie aus dem Geschäftsbereich Bildung dringend benötigte Gelder für den Schulbaumaßnahmen herausgenommen werden sollen, damit sie an anderer Stelle konsumtiv eingesetzt werden können. Wer Hand an die Gelder für den Ausbau unserer Schulen legt, der legt eben auch Hand an die Zukunft unserer Jugend und die Zukunft unserer Stadt. Mut zur Entscheidung hat es Frau Frohwieser genannt. Ja, den haben wir, denke ich, aber das braucht eben auch Geld. Ich war 8 Jahre als Fachausbildungsleiter für Berufsschullehrer sachsenweit tätig. Herr Nitsche, also einer ist schon mal unter uns. In dieser Zeit musste ich immer wieder feststellen, dass die ländlichen Kommunen ihre Hausaufgaben gemacht hatten und ihre BSZ zu Leuchtturm der Region ausgebaut haben. Dresden hat viel in Gymnasien investiert, die BSZs standen auch in meiner Wahrnehmung hinten an. Ich rate allen Verantwortungsträgern, bei ihrer nächsten Fahrt durch unsere schöne sächsische Heimat mal auf die Berufsschulzentren in der Region zu achten und ihre Entscheidung zur Kürzung im Schulausbaubereich zu überdenken. Ansonsten wird es beim nächsten Schulteilnetzplan wieder heißen: Schaut euch mal die gut ausgebauten BSZs auf dem Land an und ob dann wieder ein tragfähiger Kompromiss für Dresden ausgehandelt werden kann, wage ich dann zu bezweifeln. Vielen Dank. Damit wird die Fraktionsrunde abgeschlossen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, keine Nein, 9 Enthaltungen, dann Zug beschlossen. Damit